Und ich werde keine Uniques einsetzen. Noch dümmer, ja. Ich will nämlich mal einen Char haben, der nur komplett laggy ist. Nur laggy. Ich liebe irgendwie die alten Leggy-Items. Die Soldatenteile haben es mir angetan. Vor Level 45 mit dem DK. Ah ja, so, jetzt haben wir hier Angebot ansehen. Ach, der hat tatsächlich schon Sachen, die man sich kaufen kann. Stirnband haben wir noch nicht. Level 3, ui. Ui. Kaufen, verkaufen, Tutorial. Und hier, ich liebe es. Passt auf, jetzt kann man schon drauf drücken. Ah, geil. Oh, und auch noch schon 4 Socken für den Anfang. Leider werden wir das Ding nicht lange behalten. Ist aber cool. Und 4 Kritti dazu. Da drehe ich mal wieder die Augen. 4 Kritti in so einem Schrott, das braucht man nicht. Was ist denn das? Ach so, ich wollte das schon anziehen. Ich dachte schon Level... Ja, es hat mich ein bisschen irritiert. Level 3 und... Shit. Jetzt haben wir hier 2 Axt. Beulen. Nehmen wir mal eine in die Hand. Und die anderen... Cool, das Ding hat mehr Übungsschwert. Hm. Anfängerschwert, Übungsschwert. Ein kleines Beil. Hat ein bisschen weniger Speed, aber das ist ja am Anfang doch egal. Übrigens, als Tank macht man kaum Schaden. Das heißt, irgendwann, wenn ich mal so weit bin und ein paar Bosse mache oder sowas in der Richtung, das wird richtig lustig, denn ich kann euch versprechen, wenn ich keinen Schaden machen kann, brauche ich Leute, die in der Gruppe mit mir spielen. Schiff, was stand da eben gerade? Jetzt habe ich nicht hingeguckt, aber die Schifffunktion mit Items, die... Das ist ja noch mehr. Wo kommst denn du her? Sag bloß, wir müssen ihn beschützen. Und jetzt müssen wir mit dem rumlaufen. Ist ja lustig gemacht. Die Toten sind erweckt worden. Was hat denn der für Level? Level 3 und hat Eisgeschoss. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das Eisgeschoss mit Level 3 aktiv ist. Hammer, Alter. Hammer. 11 Schaden. Ich gehe damit zu Siki. Dauert er dann nur 80.000 Schläge, dann haben wir den down. Knapp. Ei, der hat sogar ein bisschen mehr. Aber immer noch das gleiche Level. Hatten Magier mit Level 3 auch den Blitz? Komm, packen wir deine Singo aus. Die hat er bestimmt nicht mit Level 3. Ja, für alle, die mein Let's Play zu langweilig finden, ich sehe es ja dann in den Aufrufezahlen. Aufrufe, Anzahlen, Zahlen. Also an den. Ihr wisst schon, was ich meine. Fehlt oft die Worte. Dieser Marke, der macht mir alles kaputt. Beziehungsweise, bis der mal ankommt, bin ich längst fertig. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir hier finden. Ist ja eine neue Map, war ich noch nie da, deswegen einfach mal drüber gucken. Und wir sind immer noch am Anfang. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Grimmarkstone kommt mir ziemlich bekannt vor nach Q1. Ist ja auch Q1. Sieht aber ein bisschen anders aus. Flucht. Feinde verfolgen dich über eine gewisse Distanz. Danach brechen sie die Verfolgung ab und heilen sich vollständig. Ja, zum Leidwesen in den alten Kuhwelten. Das hat mich echt abgefuckt. Leider. Und ganz schön. Ich hoffe, der Kerl klaut mir jetzt keine EP, aber der ist ja nicht mit mir in einer Gruppe. Was passiert eigentlich, wenn der Monster erledigt? Kriege ich dann überhaupt noch EP? Testen wir mal aus. Tatsächlich. Hey, das ist cool. Ich stelle mich mal nach hinten, du kannst alles machen. Würde mich mal interessieren, was passiert, wenn der Kerl verreckt. Ob der dann nochmal kommt? Level 4. Ich habe das Gefühl, das wird doch noch Level 5. Also, selbst... Da brauchen wir ja gar nicht mehr so viel erklären. Da ist jetzt das Tutorial nach 2 Jahren endlich mal so weit... Haben sie es geschafft, endlich mal das Tutorial so ausführlich zu machen, dass man das auch versteht. Und der erste Navi da endlich. Also, dass selbst der dümmste Vollidiot auf der Welt es verstehen kann. Zumindest, wenn man es wenn er lesen kann. Haben wir da noch was vergessen? Eine Truhe? Universaler Heiltrank. Das war doch das Ding mit den 60%. Hier haben wir doch nichts mehr vergessen. Ach ja, wenn man zu weit wegläuft, dann kommt der Kerl hinter dir her. Oh, nicht schlecht. Ach ja, wir haben ja auch ein Level Up bekommen. Haben wir inzwischen schon hammergeile 233 HP. Cool, ne? Richtig viel. Ich will jetzt nichts über Magier sagen. Ich habe ja selber eingespielt und ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Mehr oder weniger im PvP, eher weniger. Obwohl ich auch mit dem Magier PvP gespielt habe. Der ist dumm, der Typ, ja, der hinter mir. Der betäubt das Vieh erst im Eis. Waren das Eispfeile oder? Nee, das sind Pfeile. Ich bin ein Waldläufer. Eisgeschosse waren das, glaube ich.
Der betäubt die mit Eisgeschossen und dann kommt er noch mit diesem frostigen Sturmwind oder wie das Ding nochmal hieß an. Das ist ein intelligenter Magier. Ein sehr, sehr intelligenter Magier. Und es laggt. Vielleicht soll ich mir bei Gelegenheit mal entweder die Grafik hier in dem Spiel runterschrauben oder mir einen neuen PC zulegen. Naja, solange ich noch spielen kann, wird es ja nicht so schlimm sein. Du hast kostbares Andamant gefunden. Ein Händler bietet dir für Andamant besonders seltene Gegenstände an. Oh ja, besonders die Steine. Da will ich aber nichts dazu sagen. Komm, gib 5000 Euro aus. Dann bist du der beste Spieler auf ganz, auf dem ganzen Server. So ungefähr. Das ist der. Ich weiß, die ab. Das ist ganz eine andere Karte, das haben sie auch bearbeitet, aber sieht aus wie. Besonders der Teil hier, der kleine Teil, die sieht fast aus wie der Eingang von Q1. Irgendwie. Also die ersten paar Meter in Q1, nicht der Eingang. Aber wir haben ja eh noch Premium, also brauchen wir das gar nicht aufheben, das Ganze. Die ganzen Münzen. Brüchig, ach, den ganzen Käse können wir dann noch verkaufen. 46 HP Heilung, yeah! Finde Grimmas Grab. Erschlage den verhüllten Kultisten. Da liegt was. Oder sind das nur Kerzen? Verhüllter Kultisten kennen wir ja. Mehr oder weniger. Hau ihm auf die Nase, komm schon. Nevis haben auch Nasen. Schön. Verbesserte Stoffrüstung. Und das zweite Grüne, was man einfach so identifizieren kann. Ich würde mal gerne wissen. Also früher gab es ja auch eine festgelegte Anzahl an Kristallen. Also für jedes Item, das Level, was es hatte und den Seltenheitsgrad, konnte man die Kristalle berechnen. Würde ich das jetzt nochmal machen und würde im Nachhinein nach den Videos, wenn ich das aufgenommen nochmal angucke, dann würde ich gerne mal die Kristalle alle zusammenzählen. Boah, geil, 29 Rüstungen. Boah. Oder wartet mal, die hat 7. Und die hat 21 plus 8, doch. Geil. Geil. Und dann würde ich gerne mal die Kristalle, den Wert der Kristalle von allen Items zusammenzählen und was glaubt ihr, was dann irgendwann rauskäme? Was das für ein Verlust für Big Point wäre, theoretisch. Ich hoffe, dass Big Point, bitte Leute, macht das Update nicht wieder rückgängig. Wenn das nämlich passiert, dann höre ich hier auf. Hört sich dann scheiße an und ein paar Leute werden bestimmt, na, schade. Und ich habe dann halt auch ein bisschen weniger zu hochzuladen, aber genau das ist wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, habe ich ja schon gesagt, das ist ja der Hauptgrund, weshalb ich dieses Let's Play mache, damit ich endlich mal weiß, wie das ist, jetzt ganz neu für alle Spieler, die neu anfangen, ohne KDW zu spielen. Ich wette, wir haben bestimmt ein paar Leggies dann, bevor wir Level 30, 40 erreichen. Noch eine! Ach Leute, meine Zeit ist bald um, ich wollte ja nur ein paar Parts machen. Ich hoffe, dass wir Tutorial noch bis dahin fertig kriegen, das wäre ja ein bisschen scheiße. Komm du Magier, gib mal ein bisschen Gas hier. Was, was? Gebeine wurden entweiht? Was, was hat ihr gesagt? Hab ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Hab ich nicht mitbekommen. Überhaupt nicht. Ach, Magier, komm, bitte gib mal ein bisschen Gas. Wir müssen hier durch. Gut. Ich habe hier noch keine KDW gefunden. Wo bleiben die Dinger bloß? Brennender Drachenkriegerleichen. Ich hoffe, wir werden nicht auch noch zu so einem Ding. Ach ja, und ich werde jedes Item, was wir nicht mehr brauchen, nicht verglühen. Stattdessen werde ich es aufheben, wenn wir den Platz haben. Und ich werde versuchen, jedes Item, was wir irgendwie finden, was wir auch verbessern können, werde ich verbessern, dass man irgendwann, und wenn es noch ein ganz schlechtes Item ist, ein Lecky finden. Irgendein Lecky, was total schlecht ist von damals. Ja. Oh, gleich Boss. Und dann hauen wir gleich was in die Fresse. Und jetzt kriegt der Magier was auf die Fresse. Und irgendwie interessieren die dich keinen Meter für den Kerl. Doch, der hat ganz klein bisschen EP verloren. Das sind Magier, Leute. Der hat weniger Leben als ich. Und gefühlt hat er trotzdem. Habe ich trotzdem mehr eingeschickt als er. Machtvoller Underworld. Boss. Bum, bum, bum. Und wieder ein verbessertes Item. Ich liebe es. Ich werde es bei jedem Item sagen. Na, vielleicht nicht bei jedem, aber geil. Keine Items. Oh, 11 Leben. Ich meine keine KDW. Nicht zum Identifizieren. Wir brauchen keine mehr. Das ist cool. Das ist geil. Das ist endcool. Endgeil. Ein bisschen zeitintensiv, das Tutorial. Aber nur ein kleines bisschen. Und unser Schaden, der steigt schon von 2 von 3 auf 12. Boah, geil. Bald sind wir bei 100. Das kann ich mir jetzt schon
fühle. Wenn ich mir so überlege, dass es Drachengegner gibt, die 500 mit Crit über 1000 Schaden allein mit einem Wutschlag machen, das ist... Da wird mir schon schlecht, wenn ich das so sehe. Da gibt es wahrscheinlich irgendwann welche Drachengegner, die dann so ein Video machen. Mortis Solo. Ach, hier ist mal da vorhin schon lang gelaufen. Ach, jetzt sehe ich es erst. Ich habe noch dieser komische Wald dafür, den wir angebabbelt haben. Ach, der heilt sich um 100. Und, was wollte ich sagen? What? Der hat mir... Wow! Okay, den muss ich erstmal fertig machen. Das ist ja... Boah, das erste Mal, dass ich hier ein untoter Krimmer... Ich habe schon erst gedacht, das wäre ein NPC, sowas wie ein anderer Spieler, der mich hier abhaut. Geil! Okay. Sorry, habe ich jetzt wieder vergessen, was ich eben sagen wollte, aber das ist jetzt egal. Wir müssen erstmal diesen untoten Krimmer... Das ist erstmal der Boss, der hat wirklich Leben hier. Naja, zu zweit müssen wir auf das Friedhof. Ich bin ja der Tank. Ich krieg alles in die Fresse. Zur Not habe ich hier noch eine Heilkugel liegen. Boah, fette, die hätten wir aber auch erst hinterher sammeln können. Brauchen. Da kriegen wir nochmal ein Leben. Keine Frage, wir nehmen das hier. Können wir wahrscheinlich zuschlagen. Können wir uns jetzt mal auf die Speed gucken. Ja man, 1,78. Und John können wir schon zuschlagen. Also ganz, ganz schnell. An der Wand gekommen. Lange, lang. Und das ist das erste Blau, Alter. Bin mal gespannt, wann das erste Leggy kommt. Ey, stell euch mal vor, es gibt ja eine prozentuale Wahrscheinlichkeit. Es ist ja nicht jedes Item vorprogrammiert, was man findet. Jetzt stellt euch mal vor, ihr findet im Tutorial schon Leggy. Das wäre geil. Im Tutorial ein Leggy und dann ein Zweihänder. Den will ich aber nicht tragen. Als Tech braucht man ein Schild. Ja, danke. Ich habe dir geholfen und tschüss. Und jetzt müssen wir jemanden treffen. Grimford. Und ich hoffe, das war's jetzt endlich. Im Tutorial doch schon ein bisschen länger. Erworben. Errungenschaft? Von denen habe ich auch schon gehört, aber ich habe noch keine gesehen. Gibt es die hier irgendwo? Das weiß ich nämlich noch nicht. Da müsst ihr mir helfen. Wo gibt es denn hier die Errungenschaft? Kann man die irgendwo angucken? Aufgang, Charaktere. Tägliche Herausforderung. Errungenschaft. Tatsächlich, das steht hier. Ach ja. Ich habe mich ja früher oft mal öfters beschwert, auch bei anderen Freunden und Mitspielern, dass es mal so Errungenschaften gäbe. Da habe ich ja jetzt so geprallt wie, ach, dann wäre ich ja so und so gut und hätte so und so viele Items und, beziehungsweise so und so oft schon bei Siege gewesen und so oft in der Statistik steht das. Ach ja, dass man wirklich mal weiß, wie oft man einen Boss gefarmt hat. Das weiß man aus Erfahrung, aber da hat man es gefehlt. Bin mal gespannt. Das werden wir jetzt nicht mal durchgucken. Das gucken wir uns beim nächsten Mal durch. Hoffe, hat euch die ersten paar Parts, die ersten paar Minuten gefallen. Auch wenn ich gerne mal rede und was vergesse, was ich gesagt habe. Wir sind jetzt hier in einem Stadtgebiet, da können wir auch ganz beruhigt rausgehen. Wir geben noch schnell die Quest ab und dann geht es beim nächsten Mal gleich weiter. Vielleicht kriegen wir auch schon Level 6. Juhu! 6. Tja. Und ein blutiger Rundumschlag, den hatten wir auf der 5 liegen. Der kommt da gleich weg. Weg damit. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Jetzt habe ich die anderen Matten gar nicht gezählt. Ein paar haben wir ja schon gefunden.